So. Warte mal, wo ist jetzt der Turm? Da drüben. Well, well, well. Geballert. Den habe ich ja vorhin gerade gar nicht gesehen. Holy moly. Ja, ich halt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay, der ist einfach weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Na denn nicht? Das wurde auch da hinten war er. Okay, hat ihn abgeknallt. Gut gemacht. Ich habe den gerade vorhin gerade überhaupt nicht gesehen. So, gute Auge. Er hat Auge gemacht, aber der macht nie wieder Auge. So, ich brauche immer noch ein paar von diesen Steinwaffen. So, Kokuter Flügel. Bockblenhorn. So. Vielleicht komme ich da jetzt auch irgendwie richtig hin, aber mit seiner Fähigkeit kann ich da doch hier rüberfliegen. Das Einzige, was mich irritiert, ist, wieso schwebt da eine Plattform neben dem Turm? Was soll das? Was soll das? Das? Deubran-Ruinen. So. Hä, wo ist er hin? Ach, da. Was machst du denn hier unten? Komm, ich brauche deine Power mal hier. So, siehst du, fliegst du einfach rüber. Eis auf den Sumpf. Sumpf ist Trumpf. Aber das ist mir zu stumpf. So, irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass hier viele fiese Monster sein könnten. Aber irgendwie sind hier gar keine Monster. Komm schon. Ja, da kannst du einfach so rein. Das ist sogar schon offen. Oh, da ist wer. Turm in den Dorbern-Ruinen, oder wer ist er denn? Nichts bewegt sich. Oh. Guten Morgen. Ach, das ist schon wieder Schnabuda. So trifft man sich wieder. Tut mir wirklich leid, aber du kannst die Kartografie nicht nutzen. Die Wartung ist schwieriger als gedacht. Ne, was gibt's denn? Um ehrlich zu sein, lässt sich die Vorrichtung, die den Kartografie-Turm startet, nicht in Gang bringen. Ich habe mir mehr oder weniger alle Teile der Vorrichtung genau angesehen, aber es scheint, es sei nichts kaputt. Ich frage mich, ob es sein kann, dass etwas im Kartografie-Turm selbst kaputt gegangen ist. Pff, was soll ich von hier unten jetzt wissen? Ah, ist vielleicht deswegen diese Plattform hier daneben? Oder muss ich das wieder von unten machen? Aber hier geht's irgendwie nicht runter. Wer ist er denn? Oh, ey, hier drüben! Hey! Hey, ja, Kollege, ich habe auf dich gewartet. Kasula, du hast gewartet? So ist es. Ich habe zwar die riesigen Ruinen an diesem unberührten Ort gefunden, aber ich kann nicht alles alleine machen. Mir fehlen einige helfende Hände, deswegen sind die Nachforschungen in diesen Ruinen zum Stillstand gekommen. Ja, diese Ruinen sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Müsste ich sie alleine untersuchen, wäre ich aufgeschmissen. Und hätte mir in die Hosen geschissen. Daher habe ich die Sonderforschungsgruppe in Kakariko gebeten, mir etwas Verstärkung zu senden. Ich bin froh, dass du so heute gekommen bist. Danke, dass du den ganzen Weg hier auf dich genommen hast. Hä? Oh. Du bist gar nicht von der Sonderforschungsgruppe? Oh, ich verstehe. Hier kommen ja auch kaum Leute vorbei, musst du wissen. Deswegen dachte ich, du wärst mit Sicherheit die Verstärkung. Da wollte ich mich mit so vielen Lernen in die Steintafelsuche stürzen und jetzt mit die Hände gebunden, weil ich hier ganz alleine bin. Steintafelsuche?
Hoppla, hast du das etwa gehört? Tut mir leid, das darf noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ich schade, dass du nicht von der Soda-Forschungsgruppe bist. Dann hätten wir gemeinsam an der Steintafelerschließung arbeiten können, aber naja. Aber ich will mithelfen! Ich will auch mithelfen. Das ist ja sehr nett von dir, aber... Nein, einen Augenblick. Ein Forscher ist er zwar nicht, aber er sieht mal nach einem echten Abenteurer aus. Vielleicht kommt er mit seiner Hilfe... Okay, also abgemacht. Das gilt zwar nur für diese Ruine, aber ich ernenne dich hiermit zum Forscher. In diesem Moment erzähle ich auf dich, Kollege. Dann mal los. Wir werden das Geheimnis dieser Ruine lüften. Also dann, das ist zwar ein Schwung ins kalte Wasser, aber ich werde dir erstmal meine bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Bitte warte kurz. Hier habe ich mein kleines Steintafellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in diesen Ruinen verbirgt. So, untersuche die Däubran-Ruinen. Was steht denn da? Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in der Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Okay. Na, erstaunlich, oder nicht? Na, wirklich erstaunlich, Alter. Wahnsinn! Boah! Ich hab's dir ja gesagt. Die Sona sind eine Zivilisation aus grauer Vorzeit. Heutzutage kann man fast niemanden mehr Sona-Schrift lesen. Aber was auf dieser Steintafel steht, das kannst du doch wohl lesen, oder? Das ist schließlich Hylianisch. Einiges in diesen Ruinen weist aus Sona-Herkunft hin. Aber aus irgendeinem Grund ist die Inschrift auch Hylianisch. Genau diese Struktur wohl erbaut hat und zu welchem Zweck? Ich vermute, die Steintafel weist auf einem Ort in der Ruine hin und genau diesen Ort solltest du finden. Denn vielleicht liegt darin der Schlüssel, der uns die wahre Bestimmung dieser Ruine offenbart. Das ist zwar nur so eine Ahnung, aber immerhin eine Ahnung eines Experten. So, wo Drachen wachen? So. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Ich habe noch keine Eulenstatue gesehen. Wo Drachen wachen? Was machen Sachen, hä? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Was machen Sachen? Das hier sieht aus wie ein Drache. Zumindest aus Stein. Mit viel Fantasie. Hier, guck mal. So ein Drachenkopf. Gut. Eigentlich möchte ich ja den Turm anschalten. Hat da jemand eine Idee? Im Chat hier? Irgendjemand? Ich habe gerade wirklich keinen Plan. Geht's hier irgendwo runter? Doch, warte mal. Geht's hier nach unten, oder? So, nee. Das hat gerade voll so ausgesehen. Voll fies. Ich dachte, hier geht's runter. Ich dachte, ich muss das wieder so, wie wir es schon das eine Mal machen, dass ich so eine Höhle finden muss. Und dann von unten in den Turm rein kann. Aber irgendwas mit den Plattformen ist hier. Die sind hier nicht zum Spaß, oder? Das hat was mit den Plattformen zu tun. Ich meine, hier sind auch Raketen. Vielleicht muss ich einfach oben drauf. So, warte mal. So. Jetzt lass mich mal was probieren. Cool. Okay, hier können Sie sogar hochklettern. Oh je, da ist ein Gegner. Was zur Hölle macht er da? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich bin gar nicht da. Du kannst mich gar nicht sehen. So, aber ich kann dich sehen, du Spast. Du Spast. Alter. So, und nochmal. Aha. So. Ist da oben irgendwie... Ne, das ist nicht meine Himmelsinsel. So, jetzt bin ich oben und... Ah ne, da ist ja noch so ein Penner. Was zu... Machst du denn da? Der ist ja komplett scheiße, der Typ. Was ist dein Problem? Frech. So. Achso, hätte ich das wegmachen müssen, oder warte mal. Wie soll ich denn das... Kann ich hier landen?
Na, nein! Ach Mensch, Link, du bist manchmal so ein Trottel. Ich muss das wegbewegen, ne? Zeitumkehr? Ich dachte, ich muss das mit der Ultrahand wegmachen. Ich kann das sowieso nicht greifen. So! Hä? Das geht gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht. So. Tada! Das muss ich doch wegbewegen, von wegen Zeitumkehr. Das darf einfach nur nicht hier oben drauf sein. So. Ein bisschen weiter weg hätte ich es aber trotzdem ganz gerne. Noch ein bisschen weiter da drüben hin. So. Der Empfang war wahrscheinlich einfach nur gestört. So, wenn ich nochmal hier bin, dann... Nochmal ein Raketenschild. So. Raketenschilde sind nämlich geil. Upsi. So. Was in aller Welt? Oh, da, die Vorrechnung hat plötzlich wieder... Funktioniert ja wieder, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe gar nichts gemacht. Was? Also, gab es eine Art Hindernis oben auf dem Kartografieturm? Diese Vorrichtung und die Abdeckung oben auf dem Kartografieturm sind verbunden. Vielleicht hat sich die Abdeckung wegen der Hindernisse nicht bewegen lassen, damit auch die Vorrichtung selbst. Naja gut, das Problem ist behoben und ich muss mich beeilen, also werde ich mich gleich auf den Weg machen. Danke dafür, dass du den Kartografieturm reparieren hast. Ich verabschiede mich. Tschüss. So. Leute, Zeitumkehr ist doch nur für Objekte, die sich schon mal bewegt haben. Wenn das da aber schon die ganze Zeit oben drauf lag, was hätte ich mit Zeitumkehr machen sollen? So, erstmal aktivieren bitte. So. Zack. Okay, irgendwie sind die Gegner da wieder respawned. Und jetzt geht's ab hier. Aber jetzt fehlen mir nur noch mehr zwei oder drei Gebiete, wo ich noch den Turm noch nicht aktiviert habe. Akala? Ja, Akala, dieser Regenwald und der nördliche Teil der Wüste. Fehlt mir noch immer. Endlich der Wald. So, ein großes Gebiet. So, der Wald von Hyrule. Irgendwo da drin ist der Dekobaum zu Hause. So, Himmelskarte auch aktualisiert und wir sind wieder im freien Fall. Was ist das da vorne eigentlich? Das sieht aus wie ein riesiger Würfel. Archipel von Nord Hyrule, was ist das hier vorne bitte? Das sieht aus, als wäre ein Labyrinth im Himmel. Hoffentlich ist hier auch was Geiles. Boah, ist das groß. Wie kann er das bitte in der Luft schweben? Das müsste doch längst runterfallen. Nintendo-Logik mal wieder. It's magic. Komm schon, komm schon. Lad dich auf. Ja! Yeah. Ach, jetzt ist es auch noch extrem kalt.
Auf einmal. Jetzt nicht mehr. Nördliches Irrschloss. Was zum Teufel nochmal? Was ist das für ein Irrschloss? Oh, erstmal eine Truhe gefunden. Und da ist ein Krog. Sonaniumbogen. Exalbogen oder. Ja, Soldat, ich habe so viele Soldatenbogen, der eine kann, glaube ich, weg. Sonaniumbogen nehmen wir mit. So. Wieso? Nein, möchte ich jetzt nicht. Ich bin gerade hier oben gelandet. Oh, hier ist eine. Hier ist die Schwerkraft anders. Lol. Ich hab irgendwie Angst, wenn ich da runterfalle, dann. Wenn ich da nicht mehr hochkomme, wäre auch blöd. Ganz als ob er an diesen Wänden nicht hochklettern kann. Was genau ist hier eigentlich? Aha! Genau die richtige Stelle gefunden. Ist hier wieder ein Schrein versteckt wahrscheinlich. Und, Nein, nein! Was? Hä, wieso nein? Was soll das? Spiel sagt nein! Muss ich hier erstmal irgendwas machen? Dass ich hier rein darf? Dass ich das benutzen darf? Ist ja richtig frech. Das ist ja einfach nur frech. Das ist ja richtig frech. Bro. Den Boden aktivieren, ja, und wie mache ich das? Warte mal, hier ist irgendwas in der Mitte. Nördliches Irrschloss. Wieso geht eigentlich der Deckensprung nicht auch in die andere Richtung, hä? Nintendo ist ja auch ein bisschen dumm. Die hätten diese Fähigkeit auch so machen können, dass man. Dass man auch durch den Boden springen kann. Also Deckensprung nur halt andersrum. Ja, auf einmal kann sich hier festhalten. Auf einmal ist die Schwerkraft nicht mehr so komisch. Ich bin verwirrt. Hier ist eine Windrad. Das war doch auch immer ein Krog. Ah, okay. Scharfschützen-Pro. So, Profi-Sniper. Oh, du hast mich gefunden. Na klar doch. Tschüssi. Ja, blöd, wenn hier so viel Eis ist und man keine einzige Feuerwaffe dabei hat. Das sind doof, ne? Da drüben ist ein Schrein. Eigentlich möchte ich ja erstmal dahin. Also auf dem Erdboden muss ich den Ring ab. Ja, Moment, jetzt ist da drüben ein Schrein. Den möchte ich gerne aktivieren, weil dann komme ich da leichter wieder hin. Also zu meinen Kunden ist die Fähigkeit echt gut. Also ich bin froh, dass ich die Orni zuerst gemacht habe. Ist eigentlich ein bisschen sogar wie bei Breath of the Wild, weil da ist eigentlich Rivalis Fähigkeit zum Erkunden auch am besten. So, springen wir erstmal von hier weg. Ich möchte gerne zu dem Schrein hier.
Dann sind wir ein bisschen in der Nähe. Weil hier ist einfach gar nichts außer dem Turm so. Sonst ist sonst irgendwie nichts. Das Haussystem ist interessant, aber teuer. Achso, du meinst links Haus, ja. Hat man mir schon gesagt, ich soll ziemlich viele Rubine ansparen. Ich weiß, ich muss ja auch mal jetzt bei Gelegenheit, ich habe so viele Edelsteine jetzt, glaube ich, schon, oder? Wenn ich die alle verkaufe, kriege ich richtig Kohle. Hier. 2 Diamanten, 4 Rhodonite, 5 Saphire, 7 Topas und 8 Opale und 43 mal Bernstein. Wenn ich das alles verkaufe, dann gibt es richtig viel Cash. Eisflederbeißer Auge. Eisflederbeißer Flügel. So. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt. Ich frage den Chat jetzt hier gerne nochmal. Gibt es in dem Spiel auch wieder diese Schneestiefel, dass man im Schnee leichter rennen kann? Das war so was Cooles in Breath of the Wild. Genauso gab es ja auch Sandstiefel. Die hat es ja auch gegeben. Aber da musste man für beide natürlich eine Quest machen. Oh, was macht denn er hier drunter? Lol. Schubstock. Was? Schubstock. Ich dachte schon, das heißt Schubstock. So. Nee, bei den Gerudo-Simuladen hätte ich das nicht gesehen. Und bei den Orni gibt es auch die Schneestiefel nicht. Die hatten nur das normale Orni-Gewand. Was ist denn jetzt dieser Schrein? War der nicht hier oben drauf? Ist schon doof? Ah, da eben, da ist er doch. Da ist er, ja, da ist er, ja, da ist er. Ach nee, ernsthaft jetzt, was? Also, die sind an den unmöglichsten Orten. Oh, was für ein Schlamassel. Flo, ich kann deinen Kumpel nicht mal sehen. Wo ist der? 5000 Kilometer weit weg. So. Ach so, na toll. Ich komme da ja gar nicht hoch. Hier ist ja Eis. Es sei denn, wir haben einen Raketenschild dabei. Oshusanu-Schrein, jawoll, in dein Gesicht, du blödes Spiel, habe ich dich verarscht? So. Wie soll irgendjemand dieses Spiel nicht blind spielen? Das ist erst rausgekommen am 12. Mai letzte Woche. Natürlich ist das blind. Das ist ja nicht Breath of the Wild, das ist Tears of the Kingdom, das ist das Sequel. Das ist der Nachfolger. Wie soll denn das bitte nicht blind sein? So, Zielsuche.
Wie soll denn das jetzt wieder gehen? Soll ich den schief machen? Geht das überhaupt? So? Das trifft er doch nicht. Ding dong, zahlen bitte. Okay, leck mich. Hauptsache es funktioniert, ne? Was ist denn hier schon wieder los? So, lass mich raten, ein Opal oder Pfeile. Oder ein Tsunami-Bogen. Bro, der ist ja so Müll. Der hat nur Angriffskraft 11, der hat Angriffskraft 30. Her damit. Ist ja viel stärker und besser. So. Das genau sollte hier sein. Was soll ich damit machen? Es wird ein Lösungsbuch geben, aber das ist noch nicht raus. Das kommt erst im Juni. Also zu dem Zeitpunkt dieses Streams ist das noch nicht raus. Ist natürlich ganz schön fies, ne? Ah, toll. Jetzt dreht sich das zwar wie blöde, aber es bringt ja trotzdem nichts. Ich hasse diese Rätsel, ganz ehrlich. Wie soll ich da jetzt was dagegen schmeißen, hä? Kann ich das Ding nicht einfach nur hier so dran machen? So dran halten? So, hier. Und jetzt, Zeitung hier. Was muss man da machen? Ich hasse diese scheiß Rätsel. Das geht schon wieder nicht. Boah, ganz ehrlich. Nintendo, wer soll auf so eine Scheiße kommen? Ganz ehrlich, fickt euch mal wieder mit euren Dreckskack-Rätseln hier. Da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Schmeiß das halt dahin, du Idiot. Soll er den Bornstein einfach nehmen und da dran machen? Ach komm. Fick dich. Geht sich das aus, wenn wir das so da dran machen? Ne, das ist ja auch zu kurz, oder? Kann das mal aufhören, sich zu drehen?
So. Ich schwöre, die meisten dieser Rätsel sind so eine dumme Affenscheiße, wodurch kein normaler Mensch draufkommt. Wenn du nicht Physik studiert hast. So. Digga, das berührt das doch! Was will dieses behinderte Spiel jetzt wieder, das ich mache? Mach das doch da dran, du Affe! Digga, ich schwör, das sind so. Mich fucken diese solche Rätsel ungemein ab. Wer programmiert denn so ein Spastenspiel? Ach ja, stimmt ja, Nintendo. Leute, es geht nicht. Das geht da nicht dran. Das berührt das nicht. Das ist zu kurz. Was will dieses Drecksgame? Den großen Baumstamm an... Ja, das habe ich doch schon. Das habe ich doch gerade gemacht. Das geht ja nicht. Fick dieses Spiel, Alter. Ganz ehrlich, ich hasse diese Hurensohn-Rätsel so dermaßen. Das ist doch nicht mehr Zelda-verfickte Scheiße. Was wollen die denn? So oder was? Das kommt ja auch nicht da dran. Ich check das nicht. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Sorry, das geht nicht! Das eine ist zu kurz, das andere ist zu lang und so kann es ja gar nicht funktionieren. Wollen die mich verarschen? Wieso kann ich diesen scheiß Baumstamm nicht einfach nehmen und da dagegen schmeißen? Weil Link halt ein Lappen und kein Herkules ist. Das ist doch hier der allergrößte Schmonsens. So, das geht sich doch eigentlich wieder nicht richtig aus, oder? Ich schwöre, ich scheiß gleich auf den Schrein. Ich hab da schon wieder überhaupt keinen Bock gerade. Ja komm, als ob das um 5 mm nicht reicht. Leute, ich checke so eine Rätsel nicht. Ich bin dafür zu blöd. Ich kann sowas nicht. Mein Hirn funktioniert so nicht. Es ist scheißegal, wie ich das verbinde. Das klappt nicht. Nintendo, fickt euch einfach mit eurer behinderten Ultrahand. Das ist das unnötigste Scheiß-Feature im ganzen Spiel und macht alles kaputt. Kein Schwanz wollte das. Kein Zelda-Fan wollte so eine Scheiß-Rätsel in eurem Game drin haben. Keiner. Was zur Hölle nochmal? Das geht nicht. Wo soll ich die scheiß Rakete dran machen? Beziehungsweise, wie so... Das muss das ja berühren, aber das geht sich ja nicht aus, weil entweder bleibt das dann unten hängen, weil es zu lang ist, oder das andere ist zu kurz und das geht nicht dran. Und anders geht es nicht. Und hier kannst du dich auch nicht irgendwie durchcheaten, weil hier ist die ganze Wand zu. Und durch die Wand irgendwie durchglitschen geht auch nicht. Fuck mich dieses scheiß Game schon wieder ab. Wer programmiert solche behinderten Hurensohn-Rätsel? Wer soll da bitte drauf kommen, wie man das macht? Das sieht doch einfach nur komplett behindert aus. Sorry, ich check's nicht. Ich check es nicht. Das ist doch der größte Dreck gerade. Wie die Rakete ans Holz. Ich verstehe nicht, wie ihr das meint. Chat ist gerade überhaupt keine Hilfe. Ihr seid gerade überhaupt keine Hilfe. Boah, weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich hab keinen Bock auf den Schrein. Ich gehe wieder.
Ich habe keinen Bock auf den Schrein, leck mich am Arsch. Ich habe da jetzt gerade echt keinen Bock. Es funktioniert nicht. Brauch geschissen. Das ist wieder ein Schrein, den ich skippe. Ist mir scheißegal. Ich habe keine Ahnung, wie Nintendo sich das vorstellt. Du musst doch Physik studiert haben. Na, Hauptsache wir haben einen Teleporter hier. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Pick einfach diese behinderte Scheiß-Ultra-Hand. Und wir gehen jetzt in den Untergrund, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Leck mich doch. Keine Ahnung von dieser ganzen Kacke, ey. Das sind die behindertsten Rätsel in der gesamten Zelda-Geschichte. Da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Da du nicht irgendwie Physik studiert hast. Woher sollst du das bitte wissen? Jetzt gibt es wieder extreme Hitze, Digga. Ich raste aus hier. So, wir gehen jetzt in den Untergrund. Ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, ich habe jetzt schon 5 oder 6 Schreine einfach geskippt, weil mir diese Rätsel einfach zu blöd sind. Ich habe jetzt gesagt, ich bin für die Rätsel zu blöd, aber es ist mir auch scheißegal. Die sollen sich einfach ficken mit ihren Scheißschreinen. Das wird kein 100% Run, nee. Das wird nicht so wie Breath of the Wild. Ich werde hier nicht alle Schreine machen, weil entweder gucke ich mir später eine Komplettlösung an, wie man das richtig macht, oder ich scheiß da drauf. Das ist mir jetzt echt sowas von egal. Weiß ich, was haben diese Rätsel überhaupt noch mit Zelda zu tun, Digga? Ich will Zelda spielen und nicht fucking Minecraft. Doch nicht Banjo-Kazooie in Nuts & Bolts mit einem Zelda-Skin. Soll doch alle verrecken. Die haben die Zelda-Reihe einfach kaputt gemacht mit dieser dummen Scheiße. Das braucht kein Mensch. Wer zur Hölle wollte das? So, wo ist jetzt dieses dumme Loch, bitte? Oh, ist das jetzt ernsthaft da oben, oder was? Willst du mich verarschen? Warum muss das da oben sein? Und wie zur Hölle soll ich da jetzt bitte hochkommen? Das hilft nicht viel. Digga, weißt du was, leckt mich auch damit am Arsch. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Ich habe keine Lust mehr. Das Rätsel hat schon wieder versaut. Das hat überhaupt nichts mehr mit Zelda zu tun. Das ist für mich kein Zelda-Spiel. Das ist ein Open-World-Game mit Zelda-Charakteren, die sich Nintendo aus dem Arsch gezogen hat. Aber das ist für mich kein Zelda mehr. Und wenn das die Zukunft der Reihe ist, ja, dann haben die mich an Zelda leider, dann haben die mich verloren als Zelda-Fan. Hat Nintendo Pech gehabt. Auch wenn es denen wahrscheinlich scheißegal sein wird. Aber ist mir dann auch scheißegal. Dann war das letzte Zelda dieser Art, das ich mir gekauft habe, weil die meisten Mechaniken in dem Spiel sind für mich einfach nur Abfuck. Da habe ich einfach keinen Spaß dran. Wenn das andere Leute enjoyen, dann sollen sie das machen, aber ich enjoy das gerade irgendwie kein Stück. Ich finde, das ist das beschissenste Zelda überhaupt. Ist mir auch scheißegal, ob sich das 10 Millionen Mal in 3 Tagen verkauft hat. Weil Scheiße verkauft sich halt gerne gut. Und leicht. Mir tun die Leute leid, die mit Breath of the Wild und dem Spiel hier aufwachsen.
Mir tun die Leute leid, die für die Breath of the Wild oder vielleicht sogar Tears of the Kingdom das allererste Zelda ist. Weil die werden nie wissen, wie es früher mal war. Mit den klassischen Zeldas. Die werden das nie wissen. Ganze Generation verloren. Und diesen Quatsch hier. Das hat doch mit Zelda nichts mehr gemein. Die sind einfach falsch abgebogen in meinen Augen. Das interessiert mich ein Scheißdreck, wie gut sich Breath of the Wild und dieses Spiel verkaufen. Wenn ich daran keinen Spaß habe, dann kann sich das eine Milliarde Mal verkaufen, ist es mir wurscht. Ja, komm, das ist hier wieder der nächste Blödsinn. Das muss jetzt bitte Gewitter sein, ha? Huh? Da stellen wir uns doch lieber unter. So. Ja, diese ganzen Mechaniken, das ist alles so... Oh, das hat mit Zelda nichts mehr zu tun. Also, mir tun wirklich die Leute leid, die... Wenn das für die hier das... Also für, wenn da das erste Zelda Breath of the Wild war, oder vielleicht sogar das hier... Weil es wird Leute geben, für die Tears of the Kingdom das allererste Zelda ist. Und die werden das nie... Also ob ich mir das noch immer nicht nehmen darf. Egal. Wenn das für diese Leute das allererste Zelda ist, tut es mir echt leid um die. Weil die werden nie wissen, wie geil Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess und meinetwegen sogar auch Skyward Sword waren. Und ich persönlich, holy shit. Ich persönlich finde halt auch, dass man von dem Spiel einfach wieder erschlagen wird, von den schieren Möglichkeiten, was du hier alles machen kannst. Guckt euch das an, was ich jetzt hier alles für Quests noch offen habe. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Das ist mir einfach zu viel so. Einfach 100 Dinge gleichzeitig zu erledigen. Ja, natürlich ist es nicht linear. Open World war noch nie linear. Wenn es linear wäre, wäre es ja kein Open World Spiel. Dann, wie gesagt, diese ganzen Schreine, das sind einfach nur irgendwelche dummen Physikpuzzle. Das sind doch keine richtigen Rätsel. Das sind einfach nur dumme Physikspielereien. Aber seit wann müssen denn solche Rätsel in Zelda drin sein? Das hat damit überhaupt nichts gemein. Ich wette, die haben die 6 Jahre, die an dem Spiel gearbeitet haben, hauptsächlich an dem hier gearbeitet. Den neuen Fähigkeiten. Synthese, Ultrahand und Zeitumkehr und so weiter, dass das perfektioniert würde. Dafür haben die 6 Jahre gebraucht. Weil sonst haben sie ja eigentlich nicht viel getan. Ne? Die haben hier so ein bisschen die Oberwelt verändert, haben die Himmelsinseln dazu getan, haben den Untergrund dazu getan. Neue Story, fertig aus und das ist das neue Spiel. Dafür hätten wir gerne bitte 60 bis 70 Euro, je nachdem. Tolles Sequel, echt. Also im Moment mag ich das Spiel sogar noch weniger als wie Breath of the Wild. Das hätte ich nicht gedacht. Weil mir einfach diese ganze Baumechanik gegen den Strich geht. Weil das für mich mit Zelda überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich hab wirklich das Gefühl, ich spiele eine Mischung aus Minecraft, Banjo-Kazooie, Nuts and Bowls und Garry's Mod. Mit Zelda-Skins. Aber das fühlt sich für mich überhaupt nicht wie ein Zelda-Spiel an.